Revanche geglückt. Drei Tage nach dem desaströsen 2:6 in Hamburg in der Liga haut der VfB den HSV aus dem Pokal. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter vom Start weg richtig heiß. Stuttgart in Schwarz in der ersten Minute. Langer Ball von Holger Badstuber und dann ein Pfiff vom unparteiischen Bastian Dankert. Elfmeter. Zunächst wohl kein Abseits nach dem guten langen Ball von Badstuber. Dann unstrittig das Foul von Gideon Jung an Philipp Förster. Ganz früh in der zweiten Minute die große Chance für den VfB. Nicolas Gonzalez ließ sich die nicht nehmen. Traumstart für die Stuttgarter, die drei Tage zuvor hier so heftig untergegangen waren. In Folge ein offener Schlagabtausch. Viertelstunde durch. Foulspiel von Santiago Ascasiba an David Kinzombi. Zum zweiten Mal gab Bastian Dankert Elfmeter und zum zweiten Mal lag er goldrichtig. Aaron Hunt übernahm und auch der ganz lässig verwandelt. Es deutete sich ein erneutes Spektakel an in Hamburg. Die Partie verflachte dann aber bis zur Pause. Nur noch eine Möglichkeit für Nicolas Gonzalez. Halbzeitstand 1:1. Die Mannschaft von Tim Walter im zweiten Durchgang mit der ersten Möglichkeit. Holger Badstuber hatte sie. Dieter Hecking sah, wie seine Mannschaft immer weiter hinten reingedrängt wurde. 65. Minute. Der VfB mit toller Kombination. Ascasiba! Die Gäste überlegen. Ein Tor fiel aber nicht mehr in den 90 Minuten. Die Partie ging in die Verlängerung. In dieser der HSV platt Stuttgart mit dem eingewechselten Silas. Klasse Aktion. 113. Minute Pfostenschuss. Stuttgart blieb dran mit Hamadi Al-Ghadiyoui. 2:1 VfB. Der war erst drei Minuten zuvor eingewechselt worden von Tim Walter. Zwei seiner Joker hier entscheidend beteiligt. Silas mit dem Pfostenschuss. Und dann Al-Ghadiyoui mit diesem klasse Drehschuss. Ganz am Ende wollten die Hamburger nochmal einen Elfmeter wegen eines vermeintlichen Handspiels. Diesen Elfmeter gab es aber nicht von Bastian Dankert. So die Revanche gelungen für den VfB Stuttgart, auch dank des goldenen Händchens des Trainers. Drei Tage nach dem 2:6, jetzt also ein 2:1 für den VfB.